So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind bei Kapitel 3 von 9 angelangt, bei der Meltan-Spezialforschung. Einfach scharf, ich habe Professor Eich angerufen und er hat mich nicht enttäuscht. Er sagt, das Pokémon heißt Meltan. Der Name gefällt mir, was meinst du? Professor Eich hat diese Information aus einem alten Schriftstück in seinen Archiven, in dem auch eine Abbildung von Meltan zu sehen war. So ein Glück! Wusstest du, dass Professor Eich zu meiner Studienzeit mein Vorbild war und es immer noch ist? Er denkt genau wie ich, dass Meltan ein mysteriöses Pokémon ist. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber der Name allein bringt uns nicht viel weiter. Vielleicht wissen die Dittos etwas, das wir nicht wissen. Ich glaube, wenn wir Ditto finden, werden wir ergründen können, wie sie diese merkwürdige Verwandlung erlernt haben. Und vielleicht führt uns das zu Meltan. Beobachtung ist bestimmt unsere beste Option, also lass uns die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Bitte tu Folgendes. Fange ein Ditto, gewinne 2 Arena-Kämpfe und kämpfe in 2 Raids. So, da gibt es 10 Superbälle, 3-mal Rauch, 3 Sternstücke. Heute hat irgendjemand gefragt, wo man Sternstücke eigentlich herbekommt. Tja, jetzt wisst ihr es, nämlich aus der blöden Spezialforschung zu Meltan kriegt ihr 3 Stück. Fange ein Ditto, da gibt es natürlich jetzt diese Aufgabe mit lande einen fabelhaften Wurf. Und da gibt es ein Taubsi, was zu Ditto wird, also die kann man sich holen und kann die dann abschließen, dann habt ihr schon euer Ditto. 2 Arena-Kämpfe sind auch nicht das Problem und Kämpfe in 2 Raids könnt ihr sicherlich wieder bei einem Raid machen, wenn ihr da 2-mal reingeht. Und ja, probieren wir alles aus, also wir sehen uns gleich. So, da sind wir angekommen an einer roten Arena, wie ihr seht, die sitzen nämlich noch alle von gestern Abend. Wer sitzt denn da alles drin? Team Shiny Tom, wunderbar. Wo ist denn der? Ach hier, Iversoft, kennen wir doch. Erki Hai, was war das andere? Ivermild, das ist schon schizophren. Auf jeden Fall drehen wir mal kurz die Arena, greifen sie mal an. Damit wir die 2 Arena-Kämpfe voll haben. Nehmen mal das 100er Giratina, weil es das gerade vorschlägt. Knüppeln einfach mal drauf. Damit die 2 Arena-Kämpfe auch weg sind. So. Gruß an die Heike mit ihrem Brutalander, was jetzt auch einer auf den Sack kriegt. Ist natürlich schön, wenn 2 Drachen vorne drin sitzen und ihr einen Giratina habt, dann ist das natürlich sehr effektiv. Den Iversoft nehmen wir uns noch zur Brust, damit ich meinen Relaxo wiederbekomme. Das Vulcano können wir, glaube ich, auch noch raushauen. Aufgabe ist zwar schon fertig, aber ja, wir wollen ja natürlich unsere Coins haben. Ivermild, Level 40, Vulcano, der wird rausgehauen, also da kenne ich nichts. Boom, einmal die Spezialattacke drauf und da ist das Ding weg. So, jetzt fliehen wir natürlich, wir wollen ja nicht die ganze Arena kaputt machen. Und schauen mal kurz hier. Fange ein Ditto. Und wir haben eben nämlich beim Vorbeilaufen ein Raupi gesichtet. Und an dem Raupi haben wir den einfach fabelhaften Wurf gemacht. Das blende ich mal hier ein. Das habe ich dann noch fabelhaft genannt. Das ist jetzt mein Glücksraupi. Und wir lösen jetzt eine Aufgabe ein. Da müsste jetzt also ein Taubsi rauskommen. Welches sich zu einem Ditto verwandelt. Da ist es schon. Und Taubsi ist sowieso gut. Also, na gut, das erzählt ja nicht als Taubsi dann. Da knallen wir mal. Ach, wir knallen eigentlich gar nichts drauf. Nehmen einfach so einen Ball, wollen ja Zeit sparen. Boah, und dann wäre das natürlich genau in dem Moment ab. So. Fange Taubsi mit einfach fabelhaft, damit du ein Ditto bekommst. Aber für diese Aufgabe wäre natürlich das Zubat genial gewesen. Einfach fabelhafte Curveball bei Zubat. Da sehen wir ein Ditto. Damit haben sie es eigentlich ziemlich leicht gemacht, diese Aufgabe zu vollenden. So, jetzt fehlen nur noch 2 Raids. Schauen wir mal in die Nearby-Liste.
11.34 Uhr, also in 20 Minuten, geht da noch ein Zweier-Raid auf. Den werden wir mal besuchen und schauen, ob das klappt mit Kämpfe, dass man wirklich die Aufgabe bei einem Raid beenden kann oder ob man wirklich zwei verschiedene machen muss. Also bis gleich. So, und da sind wir auch schon beim Raid angelangt. Und weil Landtour natürlich das beste Pokémon ist, was man machen kann, freuen wir uns natürlich besonders über den Landtouren-Raid. Wir drehen auch erstmal die Scheibe zur Sicherheit, damit wir noch ein paar Tränke und Beleber kriegen, dass wir diesem Biest überhaupt gewachsen sind. Gehen in die Lobby rein. Vielleicht hätte ich privat machen sollen, dass mir da keiner in die Quere kommt. Oh, verdammt, jetzt hat es natürlich vorher doch schon gezählt. Also denke ich mal, wenn ihr die Zeit ablaufen lasst und dann nochmal reingeht, dass es nicht zählt. Weil sonst steht ja immer da Kämpfnähe. Besiege 10 Raids. Ne, stand noch nie da, ist egal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das nämlich damals war es mal cool. Da konnte man wirklich einen Raid nehmen. Konnte man rein, konnte die Zeit ablaufen lassen. Dann ist man einfach in denselben Raid nochmal. Also sobald ihr euren Pass eingeworfen habt, habt ihr ja die ganze Zeit Zeit, solange das Teil da ist, das zu machen. Und ja, jetzt wird es aber direkt am Anfang gezählt, wenn ihr in den Raid reingeht. Und da geht das dann nicht nochmal, so wie es ausschaut. Wir lassen trotzdem dann mal die Zeit ablaufen und schauen, wenn wir nochmal reingehen, wie das dann aussieht, ob das trotzdem nochmal zählt. Um Ressourcen zu sparen, verbringen wir die Zeit natürlich in der Lobby. Da kann es machen, was es will, beziehungsweise eigentlich kann es auch gar nichts machen, weil wir stehen sicher, lassen die Zeit ablaufen, schauen dann mal, ob es passt, ob es nicht passt. Wenn nicht, suchen wir uns dann trotzdem noch einen anderen Raid und versuchen die zwei natürlich dann heute voll zu machen. Auf dem Friedhof ging, glaube ich, noch ein Einer auf. Das kann ja nur noch brutaler als Landhirn sein, obwohl das ist schon kaum zu toppen. So, die Zeit ist natürlich gleich um, noch 3 Sekunden. Und wir schauen mal, was passiert. Erstmal gibt es 750 Sternenstaub. Schon allein dafür hat sich das natürlich gelohnt. Schauen wir kurz. Nee, leider ist nichts anderes in der Nähe. Und wir gehen nochmal in den Raid. Gucken, was passiert. Nichts. Also spart euch den Trick. Es funktioniert nicht. Ihr müsst 2 Raids machen. Es geht leider nicht mehr in einem. Und ja. Also nehmen wir den Raidfix mit und melden uns nachher auf dem Weg zum nächsten. Da vorne sehen wir jetzt ein Magnetilo Raid. Der ist noch 6 Minuten da am Schwimmbad. Da pirschen wir jetzt noch hin, machen den zweiten Raid, schließen Kapitel 3 ab. Ist das 3? Ja, sehen uns in Kapitel 4. Aber gut, ich muss eh dann die Belohnungen noch einlösen. Also bis gleich beim Race. So, am Magnetilo angekommen. Ich war natürlich schon viel eher da, aber hab mich wieder festgequatscht, weil der Lukas hier rumsteht, ne? Den findet man ja überall. Und dann gehen wir schnell. Jetzt habe ich wieder Sprachmemos gehört zwischendrin. Gehen wir schnell noch in den Raid rein, Magnetilo. Da sind sogar schon 2 Accounts drin. Da muss ich jetzt nur 30 Sekunden warten statt 2 Stunden. Das ist natürlich noch besser. Mikfu und Lassio. Lassio sogar bester Freund. Also da werden wir das Magnetilo wohl locker schaffen. Ja, ist okay. Und ihr habt schon gesehen, gewinne 2 von 2 Raids. Ist also fertig. Theoretisch könnte ich auch jetzt rausgehen und einfach nur meine Aufgabe abholen und auf das Magnetilo scheißen. Aber wir brauchen ja trotzdem noch ein gutes. Was ist denn? Aufgabenseite 4. Fang, das bringt mir aber jetzt ja auch nichts vorher. Okay, da wurde schon wieder gespoilert. Das schneidet man natürlich raus oder zensieren es mit einem Piep. Ne, wir lassen es drin, weil das ist ja alles Uncut. Die ab 18 Edition. Oh, der linke 2. Ja, dann nehme ich lieber gar keins. Besser keins wie 2, ne, ist die Devise. Jetzt drücken wir noch schnell durch. Ist es eigentlich offiziell, dass das Magnetilo jetzt als Shiny kommen kann? Ja. Auch aus Raids? Ja. Okay, ab jetzt mache ich nur noch Magnetilo Raids. Weil Alola Knogger, das kriegt man ja eh nicht, habe ich gesehen. Wenn man 2 macht und hat keins, dann gibt man gleich auf.
bla 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 bla. Noch fix bewerten, kannst mir dann aufnehmen. Angriff 15. Gut, ist bestimmt schlecht. So, jetzt holen wir noch schnell die Belohnungen ab. Also 1500 gab es für jede Aufgabe. 10 Bälle, dreimal Rauch, einmal Sternstück, dreimal Sternstück meine ich. Knüppel mal noch alles rein. Und da fängt er wieder an zu reden. Das heißt, wir haben es geschafft und sind auf Stufe 4. Das war's aber für jetzt. Wir melden uns dann zurück bei Kapitel 4. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.